Inflation und kein Ende. Was bedeutet das für Anleger? Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem aktuellen Update begrüßen. Wir blicken zunächst auf die Inflationsdaten für Deutschland. Interessanterweise betrachten wir nicht nur die Konsumentenpreise, 7,4%, das ist die Veränderung gegenüber dem Vorjahr, sondern auch die Produzentenpreise. Hier sehen Sie 31%, wirklich ein historischer Wert. Interessant natürlich auch sich anzuschauen, inwieweit wir historisch Differenzen hatten zwischen Produzenten- und Konsumentenpreisen, inwieweit die deutlich höheren Produzentenpreise ein Indikator sind für die Konsumentenpreise, also was liegt noch vor uns. Hier ist natürlich viel Interpretationsspielraum gegeben, aber ich denke, den meisten von uns ist klar, dass wir das Inflationsthema bei weitem noch nicht abhaken können, also die Hochs wahrscheinlich noch nicht erreicht. Wenn wir die Inflation weiter betrachten, dann sehen Sie manchmal verschiedene Inflationsraten und das habe ich Ihnen hier mitgebracht. Einmal sehen Sie 7,39%, das was Sie in den Medien lesen, und dann 7,84% hier in Orange. Warum? Weil für europäische Vergleichszwecke schaut man auch auf die harmonisierten Verbraucherpreisindizes und die finden Sie typischerweise auch als Referenzen in Mietverträgen, wenn es darum geht, die jährliche Miete mit einer gewissen Klausel an steigende Inflationsraten anzupassen. Also daher auch mal zwei Inflationsraten. Jetzt wissen wir, Deutschland steht nicht für sich, insbesondere die Geldpolitik wird nicht für Deutschland oder einzelne Länder gemacht, sondern für die komplette Eurozone. Große strukturelle Unterschiede, sehr heterogen, was die Leistungsfähigkeit, Verschuldung und viele weitere volkswirtschaftliche Daten angeht. Von daher heute die Inflationsdaten für die Eurozone 7,5%. Aber meines Erachtens auch nochmal sehr interessant, die Kerninflationsrate hier in dunkelblau dargestellt, 3,5%. Hier die Werte ohne Nahrungsmittel, Energie, Alkohol und Tabak. Also man sieht auch hier, die Inflation ist relativ breit vertreten. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn es darum geht, die Inflation für die Zukunft einzuschätzen. Weil man hofft ja, dass die Lieferengpässe aufgrund der Nulltoleranzpolitik in China, aufgrund der angespannten Lieferketten, aufgrund des Krieges von Russland gegenüber der Ukraine, dass sich da relativ vieles schnell zurückbilden könnte, wenn diese Ereignisse hoffentlich eine gute Lösung finden, um von daher auch aus der Anlageperspektive die Kerninflationsrate im Blick zu halten. Auch die Europäische Zentralbank wird mit Sicherheit auf die Differenz zwischen der Kern- und der klassischen Inflationsrate verweisen. Wenn wir auf die Kapitalmärkte blicken, dann sehen wir, dass die Inflationserwartungen bei kürzeren Horizonten höher sind als bei längerfristigen Horizonten. Hier dargestellt die Inflationserwartung für 5 Jahre in 5 Jahren. Sie sehen das in Türkis für die USA, in dunkelblau für die Eurozone. Wir sehen, dass sich das auf den längeren Zeitraum angenähert hat. Insgesamt erwartet man aber für die USA eine höhere Inflationsdynamik. Aber ich denke, die Differenzierung auch besonders wichtig, wenn wir über Geldpolitik und Ähnliches sprechen. Auf der anderen Seite, wenn man so möchte, um der Inflation etwas Positives abzugewinnen, sehen wir, dass die Renditen steigen. Hier für Sie mitgebracht die Zinsstrukturkurven verschiedener Segmente von Unternehmensanleihen. Und da sehen Sie, dass diese Zinsstrukturkurve, hier unten sehen wir jeweils die Laufzeit in Jahren, hier auf der Hochachse sehen wir entsprechend die Renditen auf Indexebene. Da sehen wir eben jetzt schon, dass mittlerweile die Renditen wieder auskömmlicher werden, dass es sich auch mal wieder lohnt, gegebenenfalls über Anleiheinvestitionen nachzudenken. Also spiegelbildlich zu den aktuellen Kursverlusten natürlich die Einkaufsrenditen höher, insbesondere da Banken typischerweise noch Verwahrentgelte und Strafzinsen verlangen, kann es nun interessant sein, Alternativen am Kapitalmarkt zu suchen. Damit sind natürlich die Inflationsraten nicht zu schlagen, damit ist die Kaufkraft nicht zu erhalten, aber es gibt zumindest nominell mehr Rendite als die minus 0,5%, die die Bank entsprechend belastet. Wer von Ihnen eine Finanzierung anstrebt, ein Darlehen verlängern muss oder ähnlich agiert, der hat festgestellt, dass die Zinsen deutlich gestiegen sind. Klar, das sehen wir auch an den Staatsanleihenrenditen. Sie sehen es hier dargestellt, Deutschland wieder 0,9% für die 10-jährigen Papiere, Italien 2,7%, Spanien, Portugal auch Richtung 2%. Das hat natürlich vielfältige Auswirkungen und auch hier wird man natürlich stark auf die Kommunikation der Europäischen Zentralbank achten. Und wir glauben, es ist noch zu früh, sich hier in der Peripherie zu engagieren. Man muss noch etwas abwarten, bevor hier vielleicht auch der Hochpunkt der Renditen gefunden ist. Alles in allem, hohe Inflationsraten auf der einen Seite, Inflationserwartungen für die Zukunft, die geringer sind als die aktuellen Inflationsraten, aber höher als das, was wir die letzten Jahre, speziell seit der globalen Finanzkrise, erlebt haben. Im Ergebnis sind die Realzinsen negativ. Sie sehen das hier entsprechend dargestellt.
die Werte jeweils für Deutschland, 12-Monats-Zinsen der Staatsanleihe abzüglich offizieller Inflationsrate in Grau für die USA. Also wir sehen, die Realzinsen, die sind deutlich im negativen Bereich. Ob das ausreicht, um Sachwerte so zu stabilisieren, dass sie keine Kursverluste generieren, das bleibt abzuwarten, weil am Ende des Tages mit Sachwerten, Aktien, Immobilien und auch sehr langfristig Gold haben sie tendenziell ja nicht zu jedem Zeitpunkt einen realen Kaufkrafterhalt, sondern sie haben typischerweise einen Kaufkrafterhalt in einem langfristigen Durchschnitt. Also die Erwartung, Sachwerte zu kaufen, wenn die Inflation gerade hoch ist, die kann sehr trügerisch sein. Beispielsweise haben wir auch gesehen, dass Immobilien in den vergangenen 10 Jahren bei sehr niedrigen Inflationsraten sehr attraktive Wertzuwächse erzielt haben. Und dementsprechend sieht man schon, dass der Denkanstoß hier auch sein muss, auch betriebswirtschaftlich zu rechnen. Also viele Punkte, die Anleger auf dem Schirm halten müssen. Man sollte sich natürlich davor hüten, jetzt kurzfristig zu agieren vor dem Eindruck der hohen Inflationsraten, sondern das eher als Ansatz nehmen, als Denkanstoß, als Motivation, nun die eigene Vermögensplanung zu überdenken. Das beginnt bei der kurzfristigen Geldanlage. Wie kann ich Verwahrentgelt und Strafzinsen vermeiden? Geht über die Depotstrukturierung, aber natürlich auch bis zur Altersvorsorge, weil eins ist klar, die klassische deckungsstockgebundene Lebensversicherung, sei es privat, sei es Riester, sei es betrieblich, also egal wie es steuerlich strukturiert wird, die hat natürlich Probleme in einem Umfeld niedriger Zinsen und entsprechend höherer Inflationsraten. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.